Uiuiuiui, wo ist der Boss? Wo ist der Boss? Da ist er nicht. Da ist so eine Maschine mal wieder, die ein Herz fallen lässt. Range up, alles klar. Nehme ich doch mal an mich. Child's Heart ist natürlich nicht schlecht. Doch, ich glaube, ich nehme das Child's Heart mit. Schließlich haben wir genug Münzen. Genug Schlüssel, meine ich natürlich. Wir bekommen ja Schlüssel, wenn wir Geld aufsammeln. Und ich glaube, ich habe das vorher andersrum erzählt. Na. Ich glaube, ich nehme hier mal lieber dieses Herz mit. Ich glaube, das ist etwas praktischer. Isaac's Fork. Auch generell nicht schlecht. Oh, der Joker. Was macht denn nun mal der Joker? Der Joker. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Okay, der Joker bringt uns in den Teufelsraum. Ich glaube, da gehen wir mal hin. Krampus. Schöne Sache. Wenn wir den besiegen, auf jeden Fall. Der gibt uns ja, wie wir schon beim letzten Mal gesehen haben, gibt er uns ja Kohle und die erhöht unsere Angriffskraft, je weiter weg unsere Kugeln sind. Ja, Krampus habe ich ja erst vor einer Woche besiegt. Also wusste ich erstmal gar nicht, was der so macht. Also anscheinend Laser in alle Richtungen und spuckt so ein bisschen rum hier. Ja, generell gar nicht so schwierig, wenn man es richtig anstellt. Whoop. Wenn man rechtzeitig reagiert, natürlich nur. Ja, ich glaube, so funktioniert das. Na, willst du mal wieder deinen Laser machen? Aua. Lass mich wohl in Ruhe. Oh Gott. Ich will nicht sterben. Lass mich nicht sterben. Ich habe gerade noch gelesen, dass natürlich die Chance besteht, dass hier Krampus auf uns wartet. Oh mein Gott. My Xmas Present. Coole. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich bringe uns mal gerade hier. Au. 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 Au, lass mich. Gott. Oh Gott. Wir brauchen definitiv Herzen. Ich sehe da ein paar links, aber ich will nicht durch den Raum wieder gehen. Oh je, durch den Raum mit den Masken. Nein, 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 das will ich nicht. Ach ja, schön. Wo ist der Bossraum? Ist der Bossraum. Ich will in den Bossraum. Oh, verdammt nochmal, ist der Bossraum. Ah. Wir brauchen dringend ein Damage-Up, glaube ich. Oh Gott. Oh Gott. Im Moment bin ich wirklich einfach nur richtig konzentriert, glaube ich. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich brauche viel mehr Münzen. Da ist der Bossraum. Ein Glück. Komm, wieder ein HP-Hub, wenn ich das schaffen sollte. Dürfte aber auch zu schaffen sein. Aber wo ist The World hin? Oh nein, das haben wir beim Automaten gelassen. Oh Gott. Ich muss mir The World wiederholen. The World will ich definitiv mitnehmen. Oh, ich muss auch die Räume abgehen. Oh nein. Ich glaube, ich lasse das mit The World. Wir stellen uns Mom. Oh, der rote Mom. Oh Gott. Immer dran denken. Sich oft bewegen. Ja, ich werd auch immer wieder getroffen. Aua, ich hasse es. Ich achte einfach nie auf... Oh! Aber nie auf die Füße.
So, ich muss mir das Eternal Heart besorgen. Immer diese Mom, das gibt's nicht. Ist ja eigentlich an sich recht einfach. Ah, da hat sie mich wieder erwischt. Die Sau. Die Sau hat sie mich wieder erwischt. Wir haben noch eine Chance. Normale Mom. Okay, ich bleib einfach mal hier. Ich glaube, das ist der richtige Platz. Ne, wenn man mal drauf achten würde, wo dieser Kackschuh hintritt. Ich komme mit Mom einfach nicht klar. Ganz ehrlich, ich komme mit Mom einfach nicht klar. Ich weiß nicht, wenn die ganze Zeit diese Gegner loslässt. Oh, diese Gegner, ich hasse sie. Isaac! Nein, du erwischst mich diesmal nicht. Los, lass deine Hand raus. Lass deine Hand raus. Dein Schuh. Dein Auge. Alles. Alter, das darf doch nicht wahr sein. Ich kann nicht auf alles achten. Ich kann einfach nicht auf alles achten. Wir werden sterben. Wir werden sowas von sterben. Wir werden sowas von sterben. Immer mit dieser Hand. Immer mit dieser Hand. Isaac. Okay, jetzt nochmal richtig viel Mühe. Richtig viel Mühe. Einfach weg, einfach weg. Scheiße. Kacke. Ja, natürlich. Nee, nee. Ich kann Mom so nicht besiegen. Ich bin einfach viel zu schlecht. Ich bin einfach zu schlecht, um Mom zu besiegen. Kacke. Kacke. Das regt mich jetzt auch schon ein bisschen auf. Ach, das ist so doof. Ich komme einfach nicht klar. Die ganzen Gegner dauernd ausweichen. Dann dieser Fuß, dann schlägt mich wieder die Hand. Kann ich nicht. Ich brauche viel mehr Übungszeit. Und so oft, wie ich Mom auf Mom treffe. Okay, in letzter Zeit treffe ich sehr oft auf Mom, aber... Nee, da dauert es wohl noch ein bisschen, bis ich Mom endlich mal wieder besiegen kann. Mit so wenigen... Also es sind ja nicht unbedingt sehr wenige Herzen. Es sind nicht unbedingt sehr wenige Herzen, aber ich kann es einfach nur, wenn ich richtig, richtig stark bin... oder richtig viele Herzen habe. Schade. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Naja. Bevor ich jetzt noch irgendwie noch weiter schade sage oder so, beende ich einfach mal die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. War trotzdem sehr interessant. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Haben wir leider nicht mal besiegt. Vielleicht nächstes Mal. Man darf immer hoffen. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bis dann.